15. Mai 2021, ja, zwei Seiten der Medaille. Wir sind auf zwei großen Campingplätzen. Da drüben ist Echternach und hier ist Echternacher Brück. Ja, und hier ist der Erwin. Ich grüße dich, Erwin. Hallo. Ja, hallo. Ja, ihr seid nicht ganz ausgebucht. Normalerweise wärt ihr jetzt eigentlich voll, oder? Ja, schon. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt Gäste haben dürfen. Ab letzten Mittwoch dürfen wir wieder Gäste empfangen. Natürlich nur autark im Moment. Und ja, wir hatten vorher alles abgesagt für die Zeit. Und dann kam es doch aber kurzfristig, dass wir wieder Gäste nehmen durften. Und deshalb ist halt im Moment nicht ganz voll. Aber immerhin sind ein paar da. Man muss sagen, dieser Ort lebt praktisch vom Camping so ein kleines bisschen. Wenn alle da sind, würdest du die Einwohnerzahl fast verdoppeln? Nee. Ja, mehr wie verdoppeln. Echternach hat um die 1000 Einwohner. Wenn der Camping voll ist, sind es 1600, 1700 Einwohner. Also wir verdoppeln das mehr. Mehr, das heißt, es gehen über 1600 Leute auf den Campingplatz? Ja, wenn er voll ist, ja. Im Sommer auf jeden Fall. So, und da ist der Abis, mit dem haben wir schon einen Film gedreht. Wir waren schon. Du bist der Luxemburger Kollege? Ja, wir sind Kollegen. Wir arbeiten auch gut zusammen, ja. Du hast auch einen Campingplatz. Man muss sagen, die Campingplätze unterscheiden sich vollkommen. Das heißt, er hat an der Hanglage einen Campingplatz. Ihr seid quasi ein Campingplatz fast auf Luxemburger Seite. Es trennt sich hier nur die Brücke quasi. Wenn wir mal kurz da hochgehen, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Man sieht sogar von der Brücke, sieht man einen Campingplatz, oder? Ja, natürlich, klar. Man sieht die Stadt Echternach und es sind viele Gäste, die gar nicht wissen, dass wir hier in Deutschland sind. Echt? Ja, ist so. Die wissen nicht, dass wir in Deutschland sind. Ja, das ist wirklich wahr. Warte, ich zeig's mal gerade. Da oben steht es drauf, Echternacher Brück, ihr heißt sogar noch genauso. Da oben steht Rheinland-Pfalz, so das Schild ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, das Rheinland-Pfalz-Schild. Ja, genau. Nee, aber es ist wirklich so. Es sind viele Gäste auch, die anrufen und so. Und jetzt auch in der Saison vorher, wo wir gar nicht Gäste empfangen durften, haben sie angerufen. Und wenn man dann gesagt hat, wir dürfen keine Gäste empfangen, alles ist zu. Ja, wie kann das denn sein? Und wenn man dann gesagt hat, ja, wir sind hier in Deutschland. Ach so, ihr seid in Deutschland. So, also das ist wirklich den meisten Gästen ganz bekannt, wenn die hier hinkommen, dass die bei uns hier in Deutschland sind. So, ich zeige das mal gerade. Das ist ein wunderschöner Fluss. Ich kenne ihn natürlich, die Sauer. Er sieht jetzt so harmlos aus, aber er kann auch ganz schön wild werden, wenn hier nämlich Hochwasser ist. Das ist, glaube ich, ein Grund, du darfst den Platz nicht das ganze Jahr beöffnen, oder? Nee, wir haben im Winter zu. Wir bauen im Winter alles. Die ganzen Zäune, Stromkästen, Wasserbecken, wird alles abgebaut bei uns im Winter. Riesenaufwand, oder? Kann man sagen, aber gut, ist halt nicht anders möglich. Und deshalb haben wir auch nur bis Ende Oktober geöffnet und normalerweise vom 1.4. wieder geöffnet. So, wie war es im letzten Jahr? War voll? Natürlich, im Sommer war er voll, trotz Corona. Hat auch alles gut geklappt und den Hochsommer, Juli, August. Da vorne sind Leute, wir lassen die mal kurz vorbei. Ein Windspiel? Nein. So, da vorne ist auch das Schild. Wenn du mir mal kurz beschreibst, wir sind nicht weit weg von Trier, oder? Nee, Trier, gut 25 Kilometer, dann ist man in Trier. Genau die andere Seite, Luxemburg, sind auch ungefähr 25 Kilometer. Stadt, ja, jetzt haben ja die Luxemburger eingeführt, man darf umsonst Bahn und Bus fahren. Das ist natürlich klasse, die gehen hier rüber über die Brücke, steigen in den Bus ein, fahren in die Stadt Luxemburg. Genau, klar. Gut, die meisten Gäste, die wir haben, die gehen alle nach Echternach. Ich meine, du hast es ja bestimmt schon gesehen. Ein sehr schönes Städtchen und tolle Gastronomie und alles. Und wenn man hier abends im Sommer sich hinstellt, wenn man sieht, was hier Völkerwanderungen über die Brücke nach Echternach sind, ja, das Wahnsinn, ist oder? Halt so. So, wir gehen mal kurz darüber. Da vorne sind Hühner. Das heißt, wir sind ländlich, oder? Ja, genau. Bitburg ist hier in der Nähe. Bitburg. Das Bitburger Pilz wird auch hier gereicht? Das, natürlich. Man kennt natürlich. Ja jeder. Kennt ja jeder. 20 Kilometer ist man in Bitburg. Und hier die Gastronomie, die hat halt, jeder hat Bitburger Bier. So, man sieht es hier vorne. Da ist eine Pizzeria, die hat sich hier breit gemacht, genau vor deinem Platz. Die ist wahrscheinlich sehr beliebt bei deinen Gästen. Natürlich. Ja, wir haben nicht so viel. Wir haben einmal die Pizzeria und wir haben ein Griechisch-Restaurant. Sonst haben wir, als Speiselokal haben wir gar nichts. Ich meine, Echternach ist dann natürlich viel besser bestückt und das wird auch von unseren Gästen natürlich gern angenommen. Es ist eine schöne Stadt, das heißt, die ist alt und neu zugleich, da wird viel renoviert. Die haben einen See dort direkt daneben, den habt ihr nicht, ihr habt dafür die Sauer. Man, da darf ihr baden in der Sauer?
Normalerweise gehen die Leute schon rein. Es gab vor etlichen Jahren einmal einen Aufruf, dass man es nicht sollte als Badegewässer nutzen. Aber im Sommer sieht man die Kinder mit Luftmatratzen, mit Booten oder so, auch im Wasser. Also normalerweise ist es kein Problem. So, das ist der Platz Abbes. Du hast mir erzählt, er ist definitiv ganz anders, muss man sagen. Das heißt also, gar kein Vergleich. Nein, gar kein Vergleich. Er ist flach. Unsere sind auf die Etagen aufgeteilt. Aber ja, sein Camping ist aber auch wunderschön. Ja, das Schöne ist, du hast einen richtigen Strand hier. Man fühlt sich also bei den jetzigen Sommern, muss man sagen, ja, mit so 30, 35, 40 Grad, fühlt man sich so ein bisschen wie in Südfrankreich. Das könnte jetzt die Côte d'Azur sein. Das hier ist das Mittelmeer. Ja, so ähnlich. Also wir haben es <So ähnlich. lacht> neu eingesät. Es ist noch nicht grün. Aber natürlich, hier fahren auch die Kanus im Sommer immer entlang. Das ist unglaublich beliebt hier, Kanufahren, gell? Ja, Kanufahren ist sehr beliebt. Und hier steigen die Kinder auch immer mit ihren Schlauchbooten oder Ringen ein und lassen sich dann bis unten an die nächste Brücke treiben und gehen dann wieder zu Fuß bis hier oben hin. Das heißt, so jedes Spaßbad ist gefährlicher, oder? Als hier die Sauer, ja. wenn sie nicht gerade Hochwasser hat. Also, ja, wenn sie kein Hochwasser hat. Also mir ist jetzt noch nichts bekannt, dass da im Sommer irgendwas passiert ist. So, jetzt sieht man das. Die Leute können hier frei stehen oder ist das hier ganz eng, die Parzellen? Oder ist es so lala? Nee, wir haben nummerierte Plätze und... ja, jeder muss seine Parzelle belegen. Da sind schon Abstände einzuhalten, aber ja, wird eigentlich... Es ist schön hier. Das heißt, auch für ganz große Fahrzeuge hast du Platz? Ja, natürlich. Das kommt immer mehr und mehr, oder? Ja, die Wohnmobile sieht man, die werden immer größer. Die Wohnwagen-Doppelachser werden immer größer. Und ja, die Problematik ist mit den parzellierten Plätzen, wo wir das früher hatten. Da muss man schon ein bisschen umgestalten. Früher waren die Wohnwagen viel kleiner, jetzt wird alles viel größer. Deshalb, die Plätze müssen, ich sag mal, mindestens 85 Quadratmeter als kleinster Platz. 85? Ja, 85. Also ich sage jetzt, wir haben natürlich viel größere Plätze, aber kleiner kannst du fast nichts mehr machen. Also so Wohnwagen, wie die früher mal waren, die kleinen Runden. Es gibt hier ab und zu, man sieht ja auch da hinten noch einer, kleinere Wohnwagen, aber die sind sehr, sehr selten geworden. Ja, muss man sagen. Also man hat Zugfahrzeuge, du hast hier einen T6 da, Volkswagen, da wird dann, ich sag mal, ein Wohnwagen gezogen, den du dann hast. Hier ist alles da, aber die Wohnmobile kommen immer mehr und mehr? Kommen immer mehr, ja. Wohnmobile sind immer mehr und mehr. Und bei uns, es gibt ja auch andere Campingplätze, wo sie weniger sind, aber ich denke mal, wir zwei haben dann den Vorteil, dass wir nah an der Stadt Echternach sind. Und einer, der mit dem Wohnmobil fährt, will ja, denke ich mal, auch zu Fuß einiges erreichen, ohne dass er wieder alles abbrechen muss und fahren. Und da hat er natürlich hier ideale Bedingungen. So, ihr habt das gemerkt, 2020 ging es wahrscheinlich hier richtig ab, oder? Das ja. Heißt, die Leute konnten ja nicht wegfahren, irgendwie im Sommerurlaub und so. Camping ist ja geboomt. Und das hier ist einer der schönsten Plätze, muss man sagen, eure beiden Plätze hier Echternach. Das Tal, das ist abgeschirmt, hier ist nicht immer so viel Sturm und so. Hier knallt auch schon richtig die Sonne. Es ist wie bei uns. Bei uns auch da oben, da hast du die viele, wo die Fläche ist, da hast du viele Sonnen. Anyway. Krass. Ja komm, wir gehen mal da vorne hin. Ihr habt viel investiert und dann ist natürlich so eine Schließung, die trifft euch hart, oder? Natürlich, klar. Wir haben ein ganz neues Sanitärgebäude letztes Jahr gebaut und ja, dann kam Corona und die Einnahmen waren natürlich wesentlich geringer. Man hat sogar Verluste gemacht und dieses Jahr wird mit Sicherheit auch nicht besser, weil das fehlt einfach. Wir sind halt froh, dass wir jetzt überhaupt Gäste empfangen durften, dass wir ja, ein paar Einnahmen generieren können. Aber dass die Leute natürlich Angst haben. Die wissen nicht, ist jetzt auf, ist jetzt nicht auf. Überall ist was anderes. Ja, das ist schwer für. Ja, genau, das ist das Problem. Und man bekommt ja gar nicht rechtzeitig gesagt, so und so, das und das dürft ihr oder die Leute dürfen Toiletten, Duschen benutzen oder so. Wenn man wenigstens mal einen Zeitplan hätte, wo man genau wüsste, okay, ab dann ist das erlaubt, ab dann, da gibt es gar nicht. So, jetzt Planung, das heißt, ich nehme an, dass die Leute bei euch anrufen und sagen, ich hätte gerne meinen Stammplatz wieder, wie die letzten 100 Jahre. Und dann kommen die nicht. Ist das auch schon mal aufgetreten, dass sie sagen, jetzt ist wieder zu, Corona hat zugeschlagen? Oder ist das für den Sommer gut planbar, deiner Meinung nach? Ja gut, gut planbar. Es war ja jetzt zum Beispiel Christi Himmelfahrt. Das Wochenende waren wir eigentlich überwiegend ausgebucht, aber haben natürlich, wie die 19. Corona-Verordnung in Kraft trat, natürlich alles abgesagt, alles storniert und weil eigentlich sollte bis 23. Mai sollte in Deutschland bzw. in Rheinland-Pfalz Camping ja nicht erlaubt sein und dann kam ja kurzfristig jetzt die Änderung, okay,
autark ist es ab 12. Mai möglich. Ja, und dann hat man natürlich einen oder anderen wieder angerufen. Man sieht, ein paar sind ja da, aber natürlich nicht so, wie wenn es jetzt normal gewesen wäre. Genau. Sag mal, wenn man hier so einen Platz betreibt, ist das so eine Family, der denn übergeben wird? Oder ist das ein städtischer Platz? Wird der gepachtet? Wie funktioniert sowas? Ein städtischer Platz. Also die Gemeinde ist Eigentümer und ja, ich bin der Verwalter. Du bist der Verwalter. Das heißt, du bist bei der Stadt angestellt quasi? Genau. Stadt so. Ist eine Gemeinde. 1000 Einwohner. Echternach, er kann von Stadt. Er kann von Stadt reden. Achso, ihr habt eine Stadt und das ist eine Gemeinde. Genau. Echternach ist eine Stadt, ja. Genau. Ich habe es verstanden. Hat aber auch nicht nur Vorteile, eine Stadt zu sein. Das heißt, hier ist der Landkreis Bitburg-Prüm, oder? Genau, Landkreis Bitburg-Prüm. Wir haben auch eine tiefe Inzidenz. Also wir sind im Moment bei um die 70. So, und deshalb dürfen wir, wenn wir jetzt über 100 wären, dann dürfte ja keiner mehr stehen. Das ist ja die Problematik, wo man gar nicht weiß. So, jetzt geht die Inzidenz da über 100. Dann muss ich zu den Gästen sagen, tut mir leid, ihr müsst wieder fahren. Ja. Ist so passiert in Bern, war ich auf einer Messe am Drehen, einer Caravan-Messe. Stell dir mal vor, 18 Hallen, keine Ahnung, 500 Aussteller, ja. Haben die Messe am Freitagabend zugemacht. Kannst du das vorstellen? Das heißt, der Samstag, Sonntag und Montag, besten Tage, alle konnten nach Hause fahren. Inzidenz war da. Genau, das ist sehr schlimm, dass sie dann ein bisschen wegfahren. Das ist aber so. Ja, leider ist es so, ja. Gut, jetzt sind natürlich Camper durchaus auch mal ein bisschen älter, aber ihr habt viel junges Publikum, muss man sagen. Man sieht jetzt sogar schon viele Kinder hier, die spielen. Ist das so ein Kinderparadies für euch? Ja gut, wir dürfen normalerweise schon, im Sommer schon. Man sieht es da hinten, der Plan ist so nicht drüber, da ist unser Keramikzelt. Oben im oberen Bereich, wo wir eben gestartet sind, ist unser Campertreff, da unser Spielhaus sozusagen. Dann haben wir natürlich Animateure, die sich um die Kinder kümmern. Ach, das habt ihr wie in Spanien? Ja, natürlich. Okay, ja. Tanz und ich nehme an, dass die auch mal was vorführen und natürlich, sowas. Natürlich, wir haben auch ein entsprechendes Fest, dann sind Musikvereine, die auftreten und ja, wie man das halt so aus dem Urlaub kennt. So, hier sind Belgier. Genau, die machen ihre Plätze, Dauercamper, die bereiten sich vor, die dürfen auch wieder kommen und ja, sie müssen halt autark sein. Die schlafen jetzt in Echternach in einem Hotel. Echt? Sie haben ja ihren Wohnwagen ja noch nicht dabei, sie müssen ja irgendwo auf Toiletten oder duschen gehen und dann wird in Echternach, hatten wir viele Gäste dieses Jahr, die halt von weiter weg sind als Dauercamper, die dann kamen, für ihre Plätze in Ordnung zu bringen, durften ja nicht übernachten, aber gut, die Strecke ist natürlich manchmal weit und dann sind sie in Echternach in ein Hotel gegangen und haben da übernachtet. Okay, super. Et bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, vous parlez français un peu? Petit peu Niederlands. Allemand. Okay. Sehr stark, die machen ja alles dann fertig. Ist das schwer, die Arbeit? Geht. Ist ein Hobby. 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 Ah, okay, ich verstehe. Ja, das ist schwer, ja. Das ist aber schön hier, oder? Das heißt, ist der schöne Platz hier? Ja, sehr schöner Platz. Warum? Ja, die Freiheit, die Rüst, die Ruhe. Die Ruhe? Ja, ich komme hier auch 40 Jahre. 40 Jahre? Ja, wenn ich so klein war mit der Tent und dann mit dem Wohnwagen und nun mit der Caravan. Okay, das heißt, er hier ist hier geboren auf dem Platz? Ja, vielleicht. Vielen, vielen Dank erstmal. Viel Spaß. Ja, stark. Aber so, wenn jetzt hier Leute neu anfangen mit Camping, es stellen sich ja viele auch Stellplätze und nicht auf dem Campingplatz. Ja, die erleben ja gar nicht, wie toll das ist auf dem Campingplatz. Wenn man so auf dem Stellplatz immer steht, so auf der, ich sag mal, Betonwüste. Ja, gut, das ist natürlich was ganz anderes. Gut, wir wollen auch ab für nächstes Jahr machen wir auch, ja, ich sag mal, keine Betonplatte da für die Wohnmobile. Aber wir wollen schon einen Wohnmobilplatz machen, wo dann, genau wie der Appestadt hat, der hat ja da auch einige neu angelegt, wo dann auch die andere Zeit vielleicht man stehen kann. Ach so, und, im Winter dann. Genau. Ist ja so, ich meine, es wird ja auch so, dass die Mobile, die man hat, die werden immer winterfester, die da kommen. Das heißt, die Leute fahren das ganze Jahr. Hat sich aber doch ein bisschen geändert, das Camping. Also als ich hier Kind war unten, ich war ja auch hier auf diesen Plätzen, da war immer Zelt war mit dabei, Wohnwagen, ja. Wohnmobile gab es gar keine. Oder wenige. Ja, genau. Ich sag immer, früher war Camping, da ist einer gekommen für ein Stück Wiese, wo er sein Zelt hingestellt hat. Die Zeit ist lang vorbei. So, nur ein Stück Wiese reicht lang nicht mehr. Das hat nichts mehr mit Camping zu tun. Die Anforderungen werden auch viel größer. So, das ist das neue Haus? Das ist das neue Sanitärgebäude. Haben wir letztes Jahr neu gebaut. Teuer, oder?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. So, das hier ist original die Pinselstraße und die Keramikstraße. Ich nehme an, dass hier der Mieter ist schon ein bisschen länger da. Ja, der war jetzt schon gar nicht da, der kam ja noch gar nicht raus. Man sieht es, dass... der macht das noch. Natürlich, das wird alle noch gemacht. Das ist halt, man sieht es ja überall, die Dauercamper... ja, die durften ja teilweise noch gar nicht. Wenn die aus Belgien oder Holland kamen, sind die noch gar nicht über die Grenze gekommen. Und das ist natürlich eine Problematik, die wir jetzt dann auch haben. Die Leute waren noch gar nicht da, haben ihre Plätze noch ganz so in Ordnung gebracht, wie man das gerne hätte. Und, aber das wird jetzt so nach und nach kommen. Preis hier, ist das teuer bei dir? Ja, was ist teuer? Ja, ich habe eben erfahren, das 26,50 für zwei Personen. Der Hund kostet übrigens mehr als die Kinder. Der Hund kostet 2,50, die Kinder 2 Euro. Ja, bei uns ist der Hund teurer. Also der Hund ist teurer. Ja, der Hund ist teurer bei ihm. Ja, die Problematik ist einfach, Hunde, wir haben unheimlich viele Hunde. Achso, die machen Dreck, oder? Genau. Und nee, aber es ist okay. Es war nur Spaß. Ich wollte nur ein kleines bisschen Spaß machen mit dir, damit wir das mal zeigen. Also das ist der Platz, das sind die Dauercamper quasi. Genau. Wir gehen mal kurz, ihr habt vorne ein ganz tolles Häuschen, denn es ist ja nichts ohne E-Bike hier. Das heißt, ein E-Bike ist empfehlenswert? E-Bike ist empfehlenswert. Es gibt ganz tolle Radwege. Also man kann von hier bis Luxemburg den Radweg fahren, den empfehle ich immer. Aber empfehle hauptsächlich Leuten, die auch ein E-Bike dabei haben, weil da ist schon... bergauf, bergab. Genau, viel bergab. Aber ist natürlich ganz toll. Also einer, der ein E-Bike hat und wirklich viel Fahrrad fährt, der ist hier in der Region natürlich bestens aufgehoben, denke ich. So, es sind wahrscheinlich auch Bekanntschaften, die über, ich sag mal, Jahre, Jahrzehnte hier gewachsen sind, wo der Nachbar den anderen kennt, die kommen denn. Aber es passiert natürlich auch ab und zu mal, dass Leute gar nicht mehr kommen. Die sterben dann auch. Das natürlich. Kriegt ihr mit? Natürlich. Wir haben Leute hier, die sind schon 50 Jahre hier. Also das natürlich. Da sind die Kinder jetzt, die Wohnwagen haben von den Eltern und so. Ja, das ist natürlich auch im Sommer. Es sind Leute, die haben schon 10 Jahre im Voraus Plätze gebucht, weil sie genau auf dem Platz wollen stehen. 10 Jahre? Ja, haben wir. Okay, das ist die Ferienplanung dann perfekt. Ihr habt ein Schwimmbad sogar? Wir haben ein großes Freibad mit 3 Becken, Schwimmerbecken mit Springtürmen, Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, Wasserpilz und Wasserspeier und Planschbecken. So, ihr habt Gasflaschen, das ist ein Riesenplatz, nochmal 1600 Leute. Das ist ja, ich meine, der erstreckt sich auch wirklich weit, muss man sagen. Ist, glaube ich, sehr bekannt. Ihr habt viele Spielplätze hier. Das ist so ein bisschen dein Reich. Da hast du mir gesagt, das könnte ich nicht, den ganzen Tag da drin sitzen. Nee, das könnte ich auch nicht. Ich müsste in Bewegung bleiben. Das heißt, ich muss auf dem Terrain sein und nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. So, wie ist der Name hier, wenn ich das google? Weil Echternach Herbrück, da kann man ja mal leicht, nicht, dass wir versehentlich auf seinem Platz landen. Das wäre ja schlimm, oder? Nee, schlimm ist das. Schlimm ist das. Wir arbeiten da, denke ich mal, sehr gut zusammen. Und wir wollen, dass die Gäste hier... bei uns hier in Echternach oder Echternach Brück kommen. Ja. Ich meine, da hat jeder was davon dann von uns. Alle, die Gastronomen. Genau, alle. Genau. Ob der jetzt in Echternach Brück ist oder in Echternach, die Gastronomen in Echternach, die merken, die gehen dahin essen und da wird der Umsatz auch in Echternach gemacht. Das heißt, ich rufe hier an, frage, ihr habt wahrscheinlich auch Plätze für so Last-Minute-Leute. Ihr wart auch voll letztes Jahr, komplett voll? Ja, im Sommer sind wir immer ausgebucht. Deshalb ist die Problematik auch immer so. Letzten Sommer war natürlich ein super Sommer, wie die letzten Jahre eigentlich auch immer. Aber dadurch, dass wir Juli, August sowieso immer ausgebucht sind, ist durch die Geschichte auch nichts mehr aufzuholen, was wir jetzt in der Vorsaison an Einnahmen verpasst haben. Gut, ihr hättet ja die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, es kostet das Doppelte. Nee, da haben wir gar alles. Ja, gut, es gab Campingplätze, die haben ja irgendeine Corona-Gebühr gemacht durch die ganze Papiergeschichte, Seifengeschichte, Desinfektionsgeschichte. Da haben wir letztes Jahr, ich glaube, 35.000 Euro ausgegeben. Nur für 35.000 Euro an Handtuchpapier, an Desinfektionsmittel und an Seife, zusätzlich zu dem, was man sonst hatte. Aber das haben wir nicht auf die Gäste umgelegt. Okay, die kommen ja nochmal wieder. Ist so. Wir hoffen. Wenn du mal so lieb bist, mir mal gerade aufmachst, ich will mal einmal kurz hier reinschauen. Dann guck ich mal rein. Die Kollegin ist ja hinter Glas. Genau. Hallo. Kollege, der Platzwart, der Staff. Das ist der Platzwart, hallo. Genau. Ist alles gut hier? Alles richtig. Ich guck mal gerade so braun und wir haben erst Mai. Du bist der Hammer, du bist immer draußen, ne? Ja, immer geschafft hier. Okay. Wir sind von 4. März sind wir hier am Schaffen, alles angestrichen, alles sauber gesetzt. Es ist Sprague in Nederland.
spreche Nederlands. Spreche ja. Nederlands, ja. Okay. Und du sprichst auch mehrere Sprachen? Nee, ich spreche Deutsch. Geht so. Luxemburgisch? Ein bisschen, okay. Ich verstehe die aber. Dein Vorname? Lena. Ja. Alles klar. Und du machst es hauptberuflich hier? Als Nebenjob, ich studiere eigentlich. Du studierst was? Tourismus. Sport und Reha-Technik. Sport und Reha-Technik. Ja. Die Lena. Komm, wir gehen mal schnell raus, denn es gibt viel zu sehen. Vielen Dank erstmal. Ja, tschüss. So, Preis, jetzt haben wir gar nicht über den Preis gesprochen. Wie ist der Preis von der Übernachtung hier? Es kommt auf die Zeit an. Wir haben 3 Saisonzeiten. Wir haben Vor- und Nachsaison, okay. Wir haben Hauptsaison und Hochsaison, 15. Juli bis 15. August. Das ist natürlich die teuerste Saison. Dann ist auch alles auf. Dann ist die Animation für alle da. Das Schwimmbad ist auf und so. Und ja, um die 30 Euro. 30 Euro? Ja. Das ist ja nichts. Das heißt, da sind jetzt wie viele Leute drin? Zwei Leute. Okay, und dann ein paar Kinder. Das heißt, ich kann hier 10 Tage, sagen wir mal, für 400 Euro könnte ich machen, plus Verpflegung, wird gehen. Das könnte gehen. Ja. So, wir gehen mal kurz da runter. Komm, wir zeigen mal ein bisschen was. Ein Herz für Kinder heißt aber auch in Deutschland, dass alle Anlagen, die ihr aufbaut, genauso wie in Luxemburg, TÜV geprüft sein müssen. Natürlich, die müssen ständig überwacht werden, sonst ist man mit einem Bein im Knast. Ganz klar, dafür haben wir auch die meisten Spielplätze bei uns. Luxemburg hat ja, die haben auch mehr Geld wie wir, muss ich sagen. Die haben ganz tolle Holzspielplätze. Bei uns ist das alles aus Aluminium, weil wir auch die Problematik haben im Hochwasser. Achso, hier kommt die... Hochwasser, sage ich mal, bis hier oben bei dem Spielplatz im Winter, ja, ist nichts Besonderes. Das normal. Ist halt so, ist normal. Das heißt, hier fließt dann die Sauer. Da fließt die Sauer ein bisschen höher wie sonst, ja. So, ich guck mal gerade von Weitem drauf. Wir filmen ja die Kinder nicht, die hier vorne drauf sind. Aber ihr habt euch wirklich viel Mühe gemacht. Ein großer Spielplatz hier mit drauf. Aber das Highlight ist, glaube ich, hier das Schwimmbad, oder? Klar. Highlight ist Schwimmbad, Beach-Soccerfeld. Echt? Beach-Volleyballfeld haben wir. Ja, das hat aber auch der Abis. Der hat auch einen Beach. Ja, ja, klar. Nee, ich sag, er hat ja auch alles. Sein ist ja auch ein bisschen größer. Genau. Hm? Und das Schwimmbad ist halt ein bisschen größer. Gut, wir haben auch im Sommer mehr Leute, aber ich denke... Das ist ja aber beim Ab ist auch alles da. Das ist auch, ja. Genau. Aber es ist auch alles da. So, wir gehen mal kurz hier runter, denn ich sag mal so, das Filetstück ist ja ganz klar die Sauer hier. Das heißt, die Leute stehen da unten. Ist der voll, der Strand im Sommer? Der Sauerstrand? Wasserplätze sind immer voll. Also, wer am Wasser will stehen, der muss reservieren. Sonst ist das sehr, sehr problematisch. Gut, der sollte aber auch so vom Pegel her, da ist ja nicht um 22 Uhr Feierabend oder gibt es hier Nachtruhe? Hier gibt es Nachtruhe. 22 Uhr muss hier, wir haben speziell für jüngere Leute oder Jugendliche, haben wir einen Gruppenplatz, der ist ganz auf der anderen Seite vom Platz, damit die ja auch mal ein bisschen feiern können. So, es ist leise, also es fällt mir direkt auf, die Hauptstraße da oben, da ist auch nicht so viel Verkehr, muss man sagen. Ist es insgesamt leise, oder? Ist jetzt wenig besser geworden. Die Brücke wurde vor ein paar Jahren neu gemacht. Vorher war das schon, hat man schon mehr den Lärm vom Verkehr gehabt. Also jetzt mit dem Neubau hat das sich also sehr verbessert. Ein Riesenplatz, guck mal hier, Abis. Ja, hätte ich noch so viel Platz. Ja. Hättest du noch so viel Platz, dann könnten die Millionen gescheffelt werden in Luxemburg. Könnte man, ja, Millionen, du übertreibst direkt. Franken. Franken. Ja, es war ja so, es gab ja früher mal den Franken. Du wirst dich noch daran erinnern können. Ja, natürlich. Da war mal eine Grenze. Aber die Grenze gab es für uns ja eigentlich nie. So, also nee, Echternach und Echternacher Brück. Also ich meine, ich lebe jetzt seit fast 50 Jahren hier. Und ja, so wie es dann heißt, Europa und wie das... zusammenkam und so. Aber das haben wir schon vorher gekannt. Ihr habt das schon gelebt vorher. Genau, wir haben das vorher schon gelebt. Gut, jetzt ist ja hier die Regen. Ich nehme mal an, ihr habt viele, die von weiter weg kommen, aber auch viele, die aus dem Saarland oder aus Trier kommen. Bitburg. Genau. Wir haben ganz viele jetzt, auch letztes Jahr gehabt, aus der Region, beziehungsweise ja, Saarland, Nordrhein-Westfalen. Okay. Und ja. Komm, wir gehen mal kurz darüber, denn das ist ja das Schönste, ist hier wirklich der Fluss. Die Sauer fließt ja in die Mosel, stimmt das? Ja, ist richtig, richtig. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, das ist unten, warte mal, die Sauer fließt bei, sag nix, wasserbillig. Ganz genau, ja. So, ich weiß doch noch ungefähr noch. Nee, alles gut. Das ist so ein kleiner Fluss, denkt man immer, aber... Ja, man muss auch sagen, der hat auch ganz wenig Wasser jetzt. Für die Zeit nach dem Winter... Jetzt vor dem Sommer, vor der Hitzeperiode, sagen wir mal, man sieht ja, es ist also ganz, ganz wenig Wasser drin. Und da gab es auch
die letzten Jahre jetzt die Problematik mit den Kanus, wo ja, die Angler und die Naturschützer natürlich gesagt haben, die fahren im Sommer trotz tiefem Pegel Kanu. Und ja, da ist man sich im Moment ein bisschen da am Streiten, beziehungsweise ja, gucken, wie man das am besten klärt. Man sieht es ja. Ehrlich, als ich noch Kind war, da hat man die noch gerochen. Ja, du riechst hier gar nichts mehr. Die Wasserqualität ist der Hammer, oder? Die ist richtig gut. Wir kriegen auch da vom Gesundheitsamt andauernd die Wasserwerte und so. Also das ist eigentlich bedenkenlos. So, es fängt an zu regnen. Wir haben einen tollen Abriss gemacht jetzt bei dir. Du bist jetzt schon wie lange auf dem Platz hier? Ich bin jetzt 27 Jahre hier. Echt? Ja. 27 Jahre Camping? Genau. Im Winter, was ist da zu tun? Ihr habt immer was zu tun. Ja, da musst du deine Überstunden mal abfeiern und du hast auch im Winter zu tun. Die Anfragen laufen über das ganze Jahr. Du musst die Planung fürs neue Jahr machen, die Messen, dann die Homepage, die Prospekte und alles. Das muss ja alles gemacht werden. Das hier ist praktisch eine Ferien-Freizeit-Sache. Ihr seid der Dienstleister für viele. Wenn man dann die entsprechenden Zahlen sind, 30 Euro für die Übernachtung, ist da Strom mit drin oder ist da ein Zähler? Man zieht sich einen Strom extra? Nee, die Touristen haben bei uns eine Strompauschale, ja. Und die Dauercamper haben natürlich einen Zähler, da wird abgerechnet nach Verbrauch. So, man kann da vielleicht so einen kleinen Blick erhaschen auf das Schwimmbad noch von oben, wenn wir da kurz hochgehen, oder ist das gut abgezäunt? Wenn ich so hochhalte die Kamera. Ja, genau. Schlüssel brauchen wir nicht. Ich will noch einmal kurz drüber gucken, weil das Schwimmbad mit drei Becken. Kannst probieren. Ja, wir können es mal probieren und dann machen wir damit nämlich Schluss. Der Schlüssel in der Tasche. Du bist natürlich der Sprache mächtig drüben, oder? Du sprichst Luxemburgisch so ein bisschen? Also ja, das ist hier der Dialekt hier, den verstehen auch die richtigen Luxemburger, verstehen den auch. Und ja, da kommt man schon gut klar. Ich habe ja auch viele Kollegen und Freunde, die Luxemburger sind. Und da kommt man schon ganz gut klar. Eiffelplatt quasi. Genau. So, das ist so, und da ist das Schwimmbad. Ist natürlich, wenn du das siehst hier, man muss sagen, dein Schwimmbad ist auch sehr schön. Das hat eine bessere Aussicht. Ja, aber seins ist viel größer. Seins ist viel größer. Wenn du aufkommst, siehst du, das ist was ganz anderes. Okay, krass. Ja, man hat hier viel Platz. Die Dreifacher vom Leute. Ja. Ah ja, ist ja klar. Sag mal, ungefähr wie viele Leute gehen hier durch im Jahr, wenn du mal zählst, An- und Abmeldungen? Übernachtung? Ja. Übernachtung beim normalen Jahr 100.000. 100.000? Ja. Freck, wie man so sagt, ja. Ja, das ist viel. Da vorne ist ja, sieht man so ein bisschen rein, oder? Über Planschbecken hinten. Ja, hier ist Schwimmerbecken. Da sieht man, die Bretter sind noch gar nicht drauf. Ja. So, in der Mitte ist das Nichtschwimmerbecken. So, ich mache aber gleich Cut, sonst geht mir meine Kamera kaputt. So ist es, ja, wir sind in Echternach. Und, oh ja, da vorne sieht man es. Das heißt, hier kommen auch Leute, das ist nicht gebunden hier an Campingplatz, das Schwimmbad, oder? Also es können auch Leute aus der Region, es kommen viele Echternacher hier hin schwimmen. Und das ist schon möglich, klar. So, jetzt wirst du ganz nass. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Wenn ich jetzt buchen möchte, hast du die Rufnummer im Kopf? 06525340. Deutsche 340. Vorwahl. Genau, 340. Natürlich deutsche Vorwahl. Wir sind also 0049-6525-340. 06525-340. 06525-340. Und deine? Unsere ist viel einfacher. 00352-72-0272. 72-02-72. Also 00352. Genau, das Luxemburg. Ist nicht Äthiopien, das ist Luxemburger. Na, Vorwahl. Das ist Luxemburg, ja. Muss man sagen. Und dann die? 72-02-72. 72-02-72, ja. Genau. So, stell dich mal vor mit ganzem Namen. Erwin Tix. Erwin Tix. Genau. Hier heißt, glaube ich, jeder zweite Tix. Kann das sein? Ja, nicht ganz. Es gibt schon einige, die, die in der Eifel Tix heißen, aber nicht gerade jeder zweite. Das war Spaß. Ja, und du? Du heißt wie mit ganzem Namen? Abbes Hip. Abbes Hip. Genau. Ist das ein richtiger Vorname, Abbes? Das ist ein richtiger Vorname. Ist das, also, sagen Sie in der Werbung immer, da wirke ich mit meinem Namen. Ist das so aus der Kirche, Abbes? Ist das christlich? Nee, das ist die Abkürzung von Albert. Albert. Genau. Abbes. So, euch beiden, komm, ich zeige euch mal zusammen Fotofinish vor der Betonwand. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.